Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute mal wieder mit einem Interviewgast, denn ich habe ein Phänomen beobachtet, was sehr häufig vorkommt, und zwar, dass Leute die Schule abschließen oder ihr Studium abschließen und danach so ein Stück weit orientierungslos sind. Ja, sie wissen nicht so recht, was sie machen sollen. Auf der einen Seite sagt die Gesellschaft, man muss noch ein Masterstudium machen oder man muss sich einen Job suchen und so weiter, aber auf der anderen Seite haben sie auch schon so Kontakt zu Online-Business-Modellen gehabt, wie zum Beispiel KDP, und wissen jetzt nicht so richtig, okay, was soll ich machen? Soll ich KDP weiterverfolgen, mich da voll reinarbeiten, oder soll ich so den klassischen Weg gehen? Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich habe das auch erlebt 2017, habe das Business ja auch erst nebenbei, neben dem Studium aufgebaut und habe dann gesagt, hey, ich mache doch kein Masterstudium. Und das war in meinem Umfeld also ein bisschen umstritten. Ja, hey Tom, warum machst du jetzt kein Masterstudium? Was willst du mit E-Books und so weiter? Und für einige Leute ist das tatsächlich ein Problem und deswegen habe ich mir gedacht, lade ich mal den Tom ein, denn Tom ist ebenfalls Jungunternehmer, der sich direkt nach seinem Schulabschluss dafür entschieden hat, Fulltime Kindle Publisher zu werden. Und da habe ich mir gedacht, tauschen wir uns zu dem Thema einfach mal so ein bisschen aus. Als Disclaimer vorweg will ich natürlich sagen, nicht jeder muss jetzt direkt nach der Schule oder nach dem Studium Online-Business starten. Ja, also es gibt auch Leute, zu denen das nicht passt, und ich sage auch nicht, dass das jeder irgendwie riskieren muss, aber ich will es einfach mal so ein bisschen als Option aufzeigen. So, genug gelabert. Herzlich willkommen, Tom, auch nochmal zum Interview. Vielen Dank, hallo, Tom, dass du mit am Start bist. Diesmal sind ja zwei Toms am Start hier. Genau. Und zu Beginn würde ich erstmal vorschlagen, dass du dich den Leuten so ein bisschen vorstellst, einfach sagst, wer du bist, was so dein Background ist. Ich habe ja schon so ein bisschen angeteasert, und dass wir dann einfach mal auch so ein bisschen auf dein Coaching-Ergebnis zu sprechen kommen. Also, wie der Tom schon gesagt hat, ich bin der Tom und bin direkt nach der Schule, beziehungsweise ich habe jetzt irgendwie noch ein Studium angefangen, mit einem Online, was heißt Unternehmertum, mit einem Online-Business gestartet. Und wie der Tom auch schon gesagt hat, war es für mich jetzt nach dem Abitur jetzt nicht sofort klar, was ich mache. Das heißt, es hat erstmal so eine Orientierungsphase gebraucht. Was will ich jetzt überhaupt machen? Es war mir zwar recht schnell klar, dass es in die Richtung Selbstständigkeit geht, Unternehmertum, aber wenn man, selbst wenn man das jetzt weiß, ist man noch nicht zu 100% sicher, was mache ich jetzt genau und wie ist mein Weg so. Wo kommt das her? Also wenn ich mich daran erinnere, als ich mein Abitur gemacht habe, boah, da war Unternehmertum noch extrem weit weg. Ja, hast du irgendwie Eltern, die Unternehmer sind, oder hast du, wo kam das her? Hast du irgendwelche Leute, die dich dahingehend beeinflusst haben? Also Eltern jetzt nicht direkt. Ich habe mal tatsächlich, als ich mich jetzt aufs Interview vorbereitet habe, mal so ein bisschen überlegt, wo so der erste Impuls herkam. Mhm. Und ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Irgendwann hatte ich mal so eine Geschäftsidee. Also man kann eigentlich Geschäftsideen nennen. Das war irgendwie so ein Gedankengespinst. Das war, glaube ich, noch im Monat vom Abitur. Jedenfalls habe ich dann bei YouTube nach Marketing gesucht und bin da irgendwie dann auf den Unternehmerkanal gekommen. Mhm. Und irgendwas hat, ich weiß auch nicht, unbewusst habe ich gespürt, das ist irgendwas, was mich fasziniert. Das ist irgendwie in die Richtung, die ich gehen will. Und ich hatte auch mal so Buchvorstellungen. Also da habe ich, glaube ich, ein paar Bücher bestellt, unter anderem Lean Startup. Ich weiß nicht, ob ihr das sagt. Ja, Lean Startup, dann von Dale Carnegie, wie man Freunde irgendwie, ja. How to Win Friends und Influence People, irgendwie so. Und da habe ich erstmal so ein paar Bücher bestellt, habe die gelesen. Und da bin ich irgendwie so reingerutscht. Habe dann in der Zeit auch einen YouTube-Kanal gestartet, weil da habe ich so vom Mindset halt mitbekommen, ja, da muss irgendwas machen, was ausprobieren und so weiter. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist irgendwie was selbstständig auf die Beine stellen. Das ist doch irgendwas, was, also irgendwie, irgendwas hat mich da gepackt, ich weiß es auch nicht. Mhm. Jedenfalls habe ich dann auch noch weitere Bücher bestellt, unter anderem von einer amerikanischen Autorin oder Autor, das hieß, glaube ich, Value Proposition Canvas oder Business Model Canvas, kennst du die? Ja, irgendwie habe ich das schon mal gehört. Ja. Also es ist amerikanisch, es ist ziemlich, man kann schon sagen, es ist ziemlich abgefahren, es ist wie so ein, ja, wie so ein Raster, wo man halt so eine Geschäftsidee entwerfen kann. Und dann bin ich irgendwann dazu gekommen, dass ich einfach im Kopf immer solche Geschäftsideen entwickelt habe, mit diesen Rastern, war halt alles nur theoretisch. Und irgendwann kam dann ein Bekannter auf mich zu, beziehungsweise wir sind so in Kontakt gekommen, der ist auch schon recht erfolgreicher Unternehmer. Also in dem Zusammenhang hatte ich schon ein bisschen einen Einfluss, und er meinte halt so, ja, also, wie soll ich das formulieren? Er hat mich auf jeden Fall darin bestärkt, dass das so mein Weg ist. Er hat gesagt, ja, du hast da irgendwie so ein, ich würde jetzt nicht sagen Talent, aber so eine Leidenschaft für irgendwie so eine Passion, sowas zu machen, so zu durchdenken, ist ja auch eine gewisse Denkweise. Ja. Wie gesagt, ich habe in der Zeit immer Gedanken über irgendwelche abgefahrenen Geschäftsmodelle gemacht, was natürlich vollkommen realitätsfern war. Und da hatte ich unter anderem ein Produkt dann entwickelt, das wollte ich über eine Landingpage verkaufen, da hatte ich dann Google Ads draufgeschaltet. Mhm. Und da habe ich tatsächlich mal ein Produkt verkauft, das war ein einziges.
Und, aber es lief halt nicht so richtig. Irgendwann kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben, sozusagen als Marketinginstrument für dieses Produkt, um halt Leute darüber zu gewinnen und dann im Produkt, im Buch das Produkt bewerben zu können, ne? Mhm. So, und dann habe ich mich halt für Möglichkeiten interessiert, wie kann ich das Ganze denn jetzt irgendwie umsetzen, und dann bin ich halt auf deine Videos gestoßen, auf Kindle Publishing und so weiter. Und dann hast du einfach losgelegt. Was war eigentlich so der ursprüngliche Plan? Also als du mit dem Abi fertig warst oder kurz davor, hattest du irgendwie bestimmt was Bestimmtes vor, eine Ausbildung, Studium, Berufseinstieg? Also während der Schule wollte ich immer Rechtswissenschaften studieren. Mhm. Das war was, was mich immer total interessiert hat. Ich fand das irgendwie interessant, so diese logischen Zusammenhänge immer und auch diese Präzision in der Sprache. Und ich habe auch während der Schule schon mich damit beschäftigt, aber als ich dann tatsächlich das Abitur gemacht habe, da war diese Begeisterung irgendwie komplett verflogen. Ich habe irgendwie gemerkt, das ist nichts für mich. Ich weiß nicht. Ich hatte insgesamt nicht so das Gefühl, dass ein Studium für mich das Richtige ist. Ich habe mich dann zwar erstmal offiziell eingeschrieben, weil, wie gesagt, ich wusste nicht, was ich machen soll. Mhm. Ne? Aber ich habe mir halt immer so gedacht, ja, also eigentlich, ich will ja nicht irgendwo angestellt sein. Das habe ich gemerkt, das will ich einfach nicht machen. Und dafür hätte mir das Studium halt nichts gebracht. Und auf der anderen Seite, jetzt könnte man sagen, gut, im Studium lernst du ja viel und so weiter. Aber ich habe halt gleichzeitig auch gemerkt, dass das, was ich da im Studium lernen oder lernen würde, überhaupt nichts bringt in der Praxis dann zum Schluss als Unternehmer oder Selbstständiger. Das ist krass, dass du so früh schon diese Erkenntnis hast. Also ich meine, ein Studium schadet nie, auch gerade wenn man in der Arbeitswelt irgendwie erfolgreich sein möchte. Aber ich habe auch, also ich habe ja wirklich BWL studiert. So viel hat mir das jetzt nichts gebracht im Unternehmertum. Ja, eher so diese Arbeitsweise und natürlich auch so ein gewisse Denkmuster und so weiter. Entwickelt man schon ein Feingefühl für verschiedene Bereiche des Unternehmens und so weiter. Aber jetzt in der Praxis kann das auch jeder sich einfach beibringen, ohne das zu studieren. Ja, einfach so nach dem Motto, hey, wenn irgendwas anfällt, wenn ich ein Problem habe, hey, ich muss irgendwie eine Umsatzsteuervoranmeldung machen, dann bringe ich mir das selbst bei. Schaue ich mir auf dem Unternehmerkanal YouTube-Video an, so nach dem Motto, und weiß dann auch Bescheid. Ja, wahrscheinlich mehr Wissen als der BWL-Student im dritten Semester. Mhm. Ja. Ja, wobei, es stimmt schon mit dem Studium, ich habe mich ja schließlich auch so entschieden, aber viele schimpfen dann auch so aufs Bildungssystem in der Schule und so weiter, dass man ja nichts lernt für die Praxis und so weiter. Aber ich würde rückblickend doch sagen, dass ich in der Schule sehr viel, wie du gesagt hast, halt vorbereitet zu hören. Ja. Ja, gelernt habe. Halt diese Arbeitsweise, die Denkweise, einfach so das Denken zu schulen, das merke ich jetzt, wenn ich täglich arbeite, das hilft mir einfach. Wenn ich damals nicht irgendwelche, in Mathematik, irgendwelche komischen Formeln und Funktionen oder was weiß ich irgendwas gemacht hätte, könnte ich jetzt wahrscheinlich gar nicht so gut denken. Also, da bin ich ein bisschen anderer Meinung als so viele, die sagen, ja, in der Schule habe ich überhaupt nichts gelernt. Also, ich bin doch zufrieden. Ja. Mit dem, was ich in der Schule so mitbekommen habe, insgesamt. Okay, wie ging es dann weiter? Also du hast dann gesagt, hey, pass auf, das Buch wollte ich eigentlich in meinem Produkt vertreiben, bin dann aber auf Kindle Direct Publishing gestoßen und hast dann mal losgelegt. Oder wie war da so die Story? Ja, genau, wie gesagt, das erste Buch hatte ich jetzt nicht irgendwie mit Nischenrecherche gemacht oder so. Da stand halt fest, okay, ich will es so als Marketinginstrument für das Produkt veröffentlichen. Aber da das Produkt jetzt kompletter Müll war, hat es auch nichts gebracht. Also, aber ich bin halt an sich an diesem Kindle Direct Publishing hängen geblieben, habe da immer mehr Videos dazu angeguckt, dachte mir so, jetzt habe ich das schon einmal so praktisch ein bisschen durchgespielt, probiere ich es doch mal so richtig mit Nischenrecherche und so weiter. Ne? Mhm. Und das erste Buch lief dann tatsächlich dafür, dass es das erste war und einfach so ein erster Versuch, also mal gucken, ob das Geschäftsmodell irgendwie funktioniert, lief es ganz gut. So, und dann bin ich aber trotzdem nicht wirklich dran hängen geblieben, weil ich wieder eine andere komische Geschäftsidee hatte. Oh, aus dem Leben. Shiny Object Syndrom. Shiny Object Syndrom nennt man das. Ja, eher Shiny Idea Syndrom, weil es war so eine Idee, die ich unbedingt verwirklichen wollte. Und es war, wie gesagt, aus dem Lebensmittelbereich. Und da habe ich dann festgestellt, wenn man wirklich noch so in Sachen Unternehmertum, Marketing am Anfang ist, ist halt gerade irgendwie so ein Produkt und dann noch ein Lebensmittel, was eigentlich noch einen ganz neuen Markt aufmacht, weil es so komplett eine verrückte Idee ist, ist echt schwer umzusetzen. Also es ist am Anfang, wenn man vielleicht nicht 50.000 Kapital hat oder irgendwie eine riesen Crowdfunding-Kampagne macht, einfach nicht umzusetzen, damit irgendwie in den nächsten 5 Jahren Geld zu verdienen. Mhm. Naja, und dann bin ich halt wieder zu dem Kindle Direct Publishing zurückgekommen, weil es hatte ja funktioniert, ne? Und dann habe ich irgendwann in der Zeit auch einen ehemaligen Coaching-Klienten von dir kennengelernt. Und es war so ein bisschen ein Schlüsselmoment, weil ich habe so gesehen, okay, wenn der das kann, dann muss ich das doch irgendwie auch können, weil man sieht ja auch immer auf Amazon irgendwelche Bücher, die sich gut verkaufen, extrem gut, weißt du? Man sieht ja nie die Person dahinter, wenn man das einmal so live erlebt, dass da wirklich eine Person ist, ungefähr im gleichen Alter, die so redet wie ich und so weiter. Das hat für mich so den Klickmoment gemacht, dass ich sage, okay, das muss ich weiter verfolgen.
Okay, krass. Und dann ging es los bei uns im Coaching. Was mich auch interessiert, was haben eigentlich deine Eltern dazu gesagt, als du dich dafür entschieden hast, ins Coaching zu kommen? Ich meine, es ist ja jetzt auch kein unwesentlicher Betrag. Hast du denen das erzählt oder hast du einfach dein Ding gemacht? Ja, das ist ein bisschen getrennt. Also meine Eltern leben getrennt. Mein Papa weiß davon überhaupt nichts. Also auch, er weiß ungefähr, was ich mache, aber von dem Coaching oder so weiß er nichts. Interessiert ihn auch nicht. Und meine Mama, die war von Anfang an damit ziemlich eingebunden. Also bin ich auch sehr, sehr dankbar für, weil ja, so eine gute Startmöglichkeit, auch so eine mentale Unterstützung. Ich glaube, die bekommt nicht jeder. Also ja. Sie war auch in einem Entscheidungsprozess mit dem Coaching ziemlich mit eingebunden. Natürlich war das nichts, was ich so komplett allein entschieden habe, vom einen Tag auf den anderen. Sondern wir haben auch drüber geredet und dann zum Schluss entschieden für den für meinen Weg, den ich gehen werde, dass das ziemlich ja eigentlich ein zwingender Schritt ist. Hut ab, ja, hast du recht, ist nicht bei jedem so. Also ich bekomme das öfter mal die Nachricht, dass jemand sagt, ah ja, ich würde gerne Kindle Direct Publishing machen, aber meine Eltern sagen, ich soll das und das machen. Oder meine Freundin legt ein Veto ein, die will das Geld lieber für die Urlaubskasse nehmen oder was auch immer. Habe ich schon die wildesten Stories gehört. Ja, ja, und dann ging es los. Wie hast du das Coaching wahrgenommen? Ich meine, du kamst ja frisch von, was heißt frisch, du warst ja schon ein bisschen raus aus der Schule, aber dann direkt rein ins Coaching. Wie waren da so deine Erfahrungen? Also insgesamt ja, sehr persönlich, wie du halt bist. Also jetzt nicht irgendwie, dass man das Gefühl hat, man wird irgendwie so einmal durchgeschleust, sondern war halt wirklich so ein partnerschaftliches Coaching, dass du dir wirklich immer Zeit genommen hast, auch eine Live-Calls für jeden, Entschuldigung, für jeden, der irgendwie eine Frage hatte, auch wenn die Frage jetzt vielleicht mal nicht so gut gestellt war, hast du immer so die besten Informationen rausgegeben, wovon du wahrscheinlich ja gewusst hast, dass es die sind, die man braucht. Mhm. Also besonders hat mir das weitergeholfen im Bereich Positionierung. Man hört ja immer so, ja, wenn in irgendeiner Nische schon jemand mit 50 oder 100 Rezensionen drin ist, braucht man gar nicht anfangen, irgendwie unter 10 Rezensionen ein Buch zu verkaufen. Ne? Aber in der richtigen Positionierung, wenn man sich halt sinnvoll unterscheidet, dann funktioniert das halt doch. Das war so eine Schlüsselerkenntnis aus dem Coaching. Mhm. Und auch die Strategie dazu kennenzulernen. Es geht natürlich nicht einfach so, ich setze mich jetzt hin und ich mache das einfach mal so, das wird schon funktionieren. Man braucht halt auch die richtige Strategie, um das umzusetzen. Ja, und dann war es noch ein ziemlich zentraler Mehrwert für mich war aus dem Coaching, war die Unterscheidung zwischen Wissen und Bildung. Du vermittelst halt nicht nur irgendwie Wissen, also du sagst nicht nur konkret irgendwas, sondern es ist halt Bildung so im Sinne von, ja, dass du eine gewisse Denkweise fürs Unternehmertum und fürs Marketing vermittelst, so ein gewisses, wirklich so ein ganzheitliches Verständnis, dass man nicht nur irgendwelche, irgend so einen 1-2-3-Plan hat, sondern dass man wirklich, ja, eine geänderte Denkweise hat. Also, halt diese Unterscheidung, die kennen viele nicht zwischen Wissen und Bildung. Wissen ist halt irgendwas, einfach sagen zu können, so nach dem Motto A, B, C, und Bildung ist halt die ganze Sache verstehen und wirklich anwenden können und auch in andere Sachen übertragen können und auch selbstständig weiterdenken. Und das ist das, was für mich eigentlich das Coaching am wertvollsten gemacht hat. Neben diesen ganzen vielen Tipps, die du natürlich immer rausgehauen hast, auch die ganzen Impulse jetzt, wenn du jetzt vielleicht irgendwas, ich überlege gerade, was ich sagen kann. Man will ja noch nicht so viel verraten. Naja, du hast auch manchmal irgendeinen Gedanken einfach gesagt, den du in dem Moment hattest. Ja. Ne? Das muss ja nicht irgendwie der mega Überfliegergedanke gewesen sein, aber es war halt einfach ein Impuls. Mhm. Der vielleicht, der mir wieder einen anderen Gedanken ausgelöst hat. Und ja, das war halt so für mich der Mehrwert dabei, dass es mehr als Wissensvermittlung war. Okay, cool. Freut mich auf jeden Fall. Wie sah dann deine Veränderung so aus? Also auf welchem Tantiem oder Gewinn warst du so vor dem Coaching? Und wie hat sich das dann im Rahmen des Coachings weiterentwickelt? Weil du ja auch jemand warst, der mehrere Projekte parallel gemacht hat, wovon ich eigentlich immer abrate, aber du hattest halt auch. Kannst ja mal ein bisschen was zu sagen. Also im Juni war ich jetzt bei 11.800 Euro Einnahmen über Kindle Direct Publishing. Da kommen halt noch so ungefähr 250 Euro dazu von anderen Vertriebskanälen, aber auch den Büchern. Mhm. Also es sind so rund 12.000 Euro und davon muss man halt noch 4.100 abziehen, Advertising-Kosten. Also war jetzt recht hoch, hatte bestimmte Gründe, aber es blieben halt zum Schluss im Juni ungefähr 8.000 Euro Gewinn hängen. Und dafür, dass es wann war das Januar, noch 4,5 waren, ganz in Ordnung. Gute Stark. Steigerung von. Ich habe jetzt noch sehr, sehr viele Projekte in der Pipeline, wo halt auch das Wissen vom Coaching eingeflossen ist. Mhm. Das heißt, das wird sich langfristig erst so richtig bemerkbar machen. Es waren jetzt erst
das waren jetzt erst 3 Projekte, die ich übers Coaching gelauncht habe. Mhm. Und da wird noch einiges nachkommen. Ja, krass. Starke Entwicklung. Also Tom, kann ich dir auch nochmal so als Feedback geben. Ja, du warst ein sehr, sehr guter Coaching-Klient, bist auch jemand, der sehr viel, natürlich hast du viele Fragen gestellt, du hast aber auch viel hinterfragt, um es zu verstehen, um es anwenden zu können und auch ein Stück weit auch weitergedacht, eigene Systeme erschaffen und so weiter. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dein Juni-Monat, was jetzt der beste war, es ist eigentlich Sommerloch. Also Juni, Juli, August sind eigentlich die Monate, die nicht ganz so stark sind. Ja, dann kommt jetzt auch noch die Corona-Krise hinzu, die natürlich auch ein bisschen noch die Tantiemen gedrückt hat, zumindest bei den meisten Publishern. Es sei denn, du hast jetzt in der Kinderbuchnische irgendwas gemacht oder so. Ja, also sehr, sehr starkes Ergebnis. Ja. Wie geht's jetzt weiter für dich? Du hast schon angeteasert, du möchtest weitere oder hast weitere Projekte in der Pipeline. Du bist ja noch sehr jung, bist jetzt ja 1-2 Jahre bei KDP erst dabei. Wie ist so deine Planung in Zukunft? Also jetzt erstmal weitermachen, weil ich weiß, dass das Ganze funktioniert und ich habe den ganzen Prozess für mich jetzt auch nochmal professionalisiert in jedem Bereich, wo du halt auch gecoacht hast. Das heißt, auf jeden Fall erstmal weitermachen. Ja, und dann, wie du gesagt hast, ich bin noch recht jung, habe direkt nach dem Abitur, also weiß direkt ein paar Monate nach dem Abitur gestartet. Ich kann es noch nicht genau sagen, was ich mache. Wenn ich jetzt dann in 2-3 Jahren erstmal mit ein bisschen finanziellen Puffer erarbeitet habe, ob ich dann eine Weltreise mache oder sonst mir irgendwelche Träume erfülle, das weiß ich noch nicht. Also, aber jetzt so der mittelfristige oder kurz- und mittelfristige Plan ist erstmal auf jeden Fall so weiterzumachen und es auszubauen. Mhm. Ich meine, gut, allein die Freiheit zu haben, zu entscheiden, was du machst, ist, glaube ich, schon Gold wert. Ja, dass du mittlerweile auch sicher bist. Hey, pass auf, ich habe hier meinen Rücken, ja, meinen guten KDP Cashflow, der mir die Sicherheit gibt, dann einfach machen zu können, was ich möchte. Wie sieht momentan so bei dir der Tagesablauf aus? Das interessiert mich auch so. Also arbeitest du wirklich so diese klassischen 8 Stunden oder bist du auch, zum Beispiel, ich kenne auch von einigen anderen Coaching-Klienten so die Tagesabläufe, die arbeiten halt so 2 Stunden und den Rest des Tages wird sich entspannt oder gelesen oder mit anderen Projekten verbracht? Ja, das ist auch was das Coaching verändert hat, weil vorher wusste ich halt, das ist so mein Weg mit dem Kindle Direct Publishing, aber es war halt nicht so ganz klar, wie ich den gehen soll. Das heißt, ich bin immer so ein bisschen hin und her gestrauchelt, was halt auch den Tagesablauf beeinflusst hat. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich, wie erkläre ich das, so eine Art Projektwand angelegt habe. Da habe ich so alle aktuellen Projekte drauf in verschiedenen Stadien und dann gucke ich halt immer am Anfang der Woche, was steht so an. Leiter von meine Wochenziele ab und dann meine Tagesziele. Ja, und dann fange ich ungefähr, ja, so 7.20 Uhr oder so fange ich halt an mit Arbeiten. Dann arbeite ich erstmal 3 Stunden, mache Sport, koche mir was zu Mittag, esse Mittag und dann mache ich nachmittags nochmal 3-4 Stunden. Ja, und das ist dann so der Tagesablauf. Also ich habe da schon einen festen Ablauf drin, dass ich so, ja, ich sag mal, pro Woche 35, naja, eher so 40 Stunden arbeite. Mhm. Aber wenn man überlegt, für Selbstständige oder sag mal, angehende Unternehmer ist es ja immer noch ziemlich Kindergarten, irgendwie 40 Stunden pro Woche. Ne? Ja. Das Gute ist immer, dass man halt im Hinterkopf hat, selbst wenn du mal nicht 40 Stunden arbeitest, das Einkommen kommt trotzdem rein. Ja, letztendlich hat das wirklich nur einen Einfluss letztendlich auf zukünftige Entwicklung, ja, auf zukünftiges Potenzial. Ja, cool. Muss man mal überlegen, wenn ich jetzt hier 2 Jahre lang durchziehe, dann bin ich 22 und dann stehen mir eigentlich alle Türen offen in der Welt, die ich so machen will. Und das ist schon auch eine extreme Motivation, da jetzt wirklich 2-3 Jahre durchzuziehen und dann kann ich immer noch gucken, was ich mache. Und ich würde sagen, mit 22, 23 so viele Türen dann offen zu haben, das hat nicht jeder. Das ist schon ein ziemliches Privileg dann. Ja, deswegen sage ich auch immer, ich finde, KDP ist ein klasse Sprungbrett, gerade für junge Leute. Ja, aber auch gar nicht mal so ans Alter gebunden, einfach für Leute, die mit einem Online-Business starten wollen. Ja, erstmal vielleicht 1-2 Jahre durchziehen, kleinen Cashflow aufbauen und dann kann jeder entscheiden, was er machen möchte. Aber dieser Struggle am Anfang, irgendwie Kunden zu bekommen und sowas, den hast du halt bei KDP nicht. Ja, da bekommst du halt ab Sekunde null letztendlich deine Erträge und das ist halt schon sehr, sehr geil. Okay. Was auch so cool ist am KDP, man entwickelt ja eigentlich mehrere Geschäftsmodelle. Weil stell dir mal vor, du fängst irgendwie mit einem Startup an, das ist ja ein Geschäftsmodell. Und praktisch eine Nische oder so. Und wenn man da floppt, irgendwie 5 oder ein halbes Jahr drauf zuarbeitet oder ein ganzes Jahr und dann floppt, dann ist man halt echt am Hintern, ne? Ja. Aber bei KDP kann man halt mit einem Buch anfangen. Man merkt, okay, da war jetzt einfach die Nische falsch oder ich habe das und das falsch gemacht. Dann kann man das ziemlich schnell beim nächsten Buch einfach besser machen, beim nächsten Projekt. Das heißt, diese Schlagzeit, die man da hat, wo man Erfahrungen sammeln kann, ist einfach unglaublich wertvoll. Ne? Mhm.
Ja, auch dieses schnelle Feedback. Ja, du machst einen Fehler, du veröffentlichst ein Projekt und du weißt nach 2-3 Wochen, okay, das und das habe ich falsch gemacht. Wenn man in der Lage ist, auch zu analysieren, ja, was falsch gelaufen ist. Das können ja einige auch nicht, aber zum Beispiel mit Amazon Advertising über die Konversionsraten und so weiter kann man schon ganz gut herausfinden, wo der Schuh drückt. Alright, Tom, das hört sich schon mal gut an. Gute Zukunftspläne, erstmal Gas geben, ja, und dann siehst du, wohin die Richtung geht. Hast du abschließend noch so den Nummer-1-Tipp für Leute, die jetzt vielleicht auch gerade mit dem Studium fertig sind oder mit der Schule und auch so ein bisschen orientierungslos sind? Wie bist du damals vorgegangen? Ich meine, bei vielen Leuten ergibt sich sowas. Ja, die kommen da so durch Zufall rein, aber hast du vielleicht trotzdem noch irgendwie einen Hinweis für solche Leute? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also grundsätzlich würde ich sagen, man muss sich auf jeden Fall Zeit lassen. Also jetzt nicht irgendwie unter Druck setzen, aber was wiederum auch nicht passieren darf, dass man so in eine Passivität verfällt. Also ich würde sagen, auf jeden Fall mit dem Ergebnis Zeit lassen, aber trotzdem immer irgendwas machen. Also immer irgendwas ausprobieren, auch wenn es nur, dass man ein Buch in den Fingern hat und mal irgendwas durchdenkt oder so, dann wird man irgendwann zwangsläufig auf das stoßen, was einem Spaß macht. Ja. Und ich würde sagen, mit sich selbst geduldig sein, was zu finden, aber halt trotzdem suchen. Genau, so würde ich es ausdrücken. Dass man kontinuierlich irgendwas sucht, aber halt sich nicht unter Druck setzt, irgendwas zu finden, sagen wir mal so. Okay, ja, stimme ich zu. Ich kenne auch einige Leute, die dann so, ja, gerade so Abi fertig und dann muss direkt schon die Bewerbung fürs Studium raus und eigentlich weiß man auch gar nicht so richtig, wo man hin möchte, kommt dann so in die Schiene. Wenn du dann im Studium bist, haben die Eltern irgendwie die Erwartung, ja, du musst dabei bleiben, dann ab dem 2., 3. Semester traust du dich auch nicht nochmal zu wechseln, weil du hast ja schon 3 Semester gemacht und kommst immer weiter in dieses Hamsterrad rein. Ist tatsächlich wie ein Hamsterrad, ein Stück weit. Ja. Okay, Tom, vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast in dein Business, aber auch einfach so ein bisschen auch in dein Mindset und in deine Situation, in deine Story. Ansonsten bedanke ich mich auch wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut, euer Tom.